Die Arbeiten zum Brennerbasistunnel schreiten nach Plan voran. Bis 2017 soll er fertiggestellt sein und im Jahr 2018 in Betrieb genommen werden. Es handelt sich dabei um eines der großen europäischen Verkehrsprojekte, das nur im ständigen Dialog mit den angrenzenden Gemeinden verwirklicht werden kann. Im Palais Wittmann wurde nun das Einvernehmensprotokoll zur Genehmigung der Zulaufstrecke Franzensfeste-Waidbruck unterzeichnet. Das ist im Unterschied zu anderen Regionen so, dass hier die Miteinbeziehung der Bevölkerung von Anfang an vorgenommen worden ist. Wir haben das Projekt gemeinsam mit den Bürgermeistern, mit den Gemeinderäten, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Bürgerversammlungen weiterentwickelt. Es ist heute völlig anders als das Ursprungsprojekt. Es ist jetzt sicher noch besser darauf ausgerichtet, die Bevölkerung langfristig zu entlasten. Die Zulaufstrecke ist weitestgehend im Berg und die Freistrecken sind perfekt abgeschirmt. Und auch für die Bauphase gibt es jede Menge Garantien. Deshalb hat sich der Aufwand mit Sicherheit gelohnt. Seit 2012 stehen die Bezirksgemeinschaft und 8 Anrainergemeinden des Eisacktals im Dialog, um die Strecke zwischen Franzensfeste und Waidbruck genau zu planen. Bei den Gemeinden handelt es sich um Franzensfeste, Warn, Brixen, Feldturns, Villnöss, Klausen, Laien und Waidbruck. Das in Bozen unterzeichnete Einvernehmensprotokoll zeigt auch vom gemeinsamen Willen, am Projekt festzuhalten und daran mitzuwirken. Dieser Streckenteil im Eisacktal trägt wesentlich zur Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit des Projekts und zur Lebensqualität der Anwohner bei. Es ist ein wichtiger Moment, vor allem auch aus der Tatsache, dass wir jetzt real sehen, was dieser Verkehr auf dem gesamten Korridor ausmacht, was die derzeitige Verkehrssituation ist. Wir brauchen eine Alternative. Wir haben bereits vor Jahren daran geglaubt, auch wenn andere vielleicht behauptet haben, dass es ein unwichtiges Bauwerk sein sollte. Wir haben daran geglaubt und wir glauben immer noch, dass wir hier so schnell wie möglich diese Investition auch tätigen müssen, damit es eine Alternative gibt zum Verkehr auf der Brenner Autobahn. Und das ist für uns das Wichtigste. Jetzt reale Schritte setzen, damit in Zukunft eine bessere Lebensqualität in Südtirol möglich ist. Der ursprüngliche Plan der italienischen Eisenbahngesellschaft RFI ist überarbeitet und verbessert worden. Natürlich ist das jetzt wieder ein weiterer Baustein in dem großen Projekt zur Verkehrsentlastung. Wir werden neben dieser Zulaufstrecke die weiteren Zulaufstrecken realisieren, die Umfahrung Bozen, die Zulaufstrecke im Unterland. Wir werden mit der Autobahnkonzession auch in der Lage sein, den Ausbau der Verladebahnhöfe zu finanzieren, aber auch die Umweltmaut einzuführen, somit dass sich nicht nur die Züge jetzt verlagern von der Bestandsstrecke in den Berg, aber auch dann der Warenverkehr von der Autobahn auf die Züge im Berg. Und somit wird es zu einer großen Entlastung der Bevölkerung entlang der Autobahn kommen. Gesamtkosten für die hier vereinbarte Zulaufstrecke belaufen sich auf fast 1,5 Milliarden Euro.